Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Beim letzten Mal haben wir Mal besiegt, im ersten Spielstand, beim letzten und ersten Mal. Und, warum ich continue? I don't know. Egal, wir machen einen neuen Run. Diesmal nicht mit Isaac, sondern mit Magdalene. Die hat nämlich ein Special Item und so. Das ist alles cool und das ist alles super. Pants. Und, wir legen los. Die hat ein bisschen mehr Leben als Isaac, wie gesagt, auf dieses Herz. Und, ist das Spiel eigentlich so laut? Und bewegt sich dafür aber langsamer und hat, glaube ich, auch weniger. Was? Bewegt sich langsamer und macht, glaube ich, weniger Schaden. So rum. Hallo? Feuer die Maus? Nein? Okay. Wollen mal ganz kurz gucken. Leute, was ist denn hier mit dem Sound? Ach, geht gar nicht leiser. Das ist natürlich nicht so schön. Egal, ich habe das Gefühl, es ist relativ laut. Aber das kann natürlich auch einfach Quatsch sein. Möglicherweise bräuchte ich übrigens eine Bombe, denn hier ist so ein. Nehme mal einen Kopfhörer ab, damit ich mich auch selbst verstehe. Das ist immer eine ganz gute Sache. Hier ist so ein Kreuzstein. Da können wir eine Bombe drauf platzieren. Und dann explodiert er und gibt uns leckere Items. Das ist immer schön. Ich habe das ein oder andere Video angesehen, was man hier besser machen könnte, wie man hier rangehen könnte. Und mal gucken, ob ich diese Tipps heute nicht nur selbst anwenden, sondern auch weitergeben kann. Das bleibt abzuwarten. Erstmal sind hier wieder die alten Fliegen. Die sind so alt, die Fliegen. Die haben so lange überlebt, dass sie einfach die Fähigkeit entwickelt haben, Blut zu schießen. Das ist natürlich eine Sache, die andere Fliegen nicht machen können. Und Grün explodiert, glaube ich, wenn man ihn tötet. Stirb, Grün, stirb! Ne, der ist. What? Der teilt sich auf in zwei? Unfair. Zahlenmäßige Überlegenheit ist natürlich gegeben. Ja, okay, also auch relativ schwach. Okay, nett. Relativ schwach, weil die sind ja alle in der. Naja, du schießt zwar auf mich, aber das bringt halt nichts. Ah, das war knapp. Ach ja, das Ding, so. Andere Dinger. Das ist ein sogenanntes Rektum. Rektum. Selbst so, jetzt brauchen wir schon zwei Bomben. Hier ist auch so ein Kreuzstein. Hallo! Ah, ne, es bringt gar nichts, die Fliegen jetzt zu töten. Wir sollten die Quellen töten, aus denen sie rauskommen. Das brächte viel mehr. Ich glaube, die halten weniger aus als die normalen Fliegen, aber sind dafür auch schneller. Die Kippi-Fliegen. So, kannst du uns jetzt mal eine Bombe hier hinterlassen? Ein Häufchen davon. Das wäre ganz, ganz nett. Dann wollen wir noch unseren. Hallo? Wollen wir noch unseren Goldraum, ne? Den haben wir auch noch nicht gefunden. Vielleicht auch noch ein leckeres Item drin. Ah, da ist der Goldraum. Oh, die Fliegen sind schwierig. Die arbeiten nämlich. Ja, okay, mehr oder weniger zusammen. Die arbeiten schon zusammen, aber nicht wirklich schlau. Eine Bombe, sehr gut. Und die weiße Fliege, wenn wir ihren Haufen zerstören, dann ist sie natürlich super pissed auf uns. Okay, schauen wir uns erstmal das Item an. Der Magnet. Nee, der ist gut. Den will ich gerne nehmen. Item Snatcher, genau. Der zieht nämlich Items in unserer Nähe an. Das heißt, gerade wenn wir nicht fliegen können, ist ja super. So, jetzt mache ich mal hier die Feuer aus. Die habe ich nämlich vergessen. Kann natürlich sein, dass hier eine Münze im Feuer ist. Oh, ist aber nicht. Dann lege ich mal hier die Bombe. Bang! Oh, gleich zwei. Das ist natürlich nett. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Nee. Wir wollen hier nicht riskieren zu verlieren. Wie schade, dass wir jetzt hier keine weitere Bombe haben, aber gut. Kann man jetzt erstmal nicht ändern. Vielleicht finden wir nach dem Boss eine. Schauen wir erstmal, was der Boss ist. Das ist natürlich die größte Frage. Turtlings, die kenne ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, was sie macht. Und das gefällt mir nicht, dass ich nicht weiß, was sie macht. Aber ich krieg wahrscheinlich Schaden. Okay. Hier sind ja super viele Gegner, das ist nicht gut. Wow, okay, einer ist weg, okay. Das ist schon mal eine gute Sache. Hör auf! Stop it! Oh Gott, okay, das ist wahrscheinlich einer der schlimmsten ersten Bosse, die man kriegen kann. Okay, jetzt müssen wir nur noch 7 besiegen. Wow, okay, das war echt. Übrigens, Mais, ne? Wenn man Mais isst, der kommt so wieder raus, wie man ihn gegessen hat. Hey, ein Item Cells. Jetzt haben wir einen kleinen Tumorfreund, aber keine Bombe. Schade, Schokolade. Weiter geht's. So, ab Ebene 2 dürfen wir jetzt keinen roten Herzschaden mehr nehmen. Denn dann kriegen wir nach dem Boss Burning Basement, das ist natürlich nicht so gut. Dann kriegen wir nach dem Boss die Chance auf den Devil Deal. Beziehungsweise nicht die Chance, sondern einfach den Devil Deal. Jetzt bräuchte ich irgendein Item, was mir wieder ein graues Herz gibt. Bitte. Ein Schlüssel, sehr gut, den kann ich gut brauchen. Die Papstkappe, was bringt mir viel Blast? Und was bringt mir das jetzt? Keine Ahnung. Oh, Pride. Der, was macht der nochmal? Ach ja, der macht das. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, immer ihm gegenüberstellen. Dann kann überhaupt nichts passieren. Ah, das kann man. Hey, Pride, mach das doch nochmal. Mach das doch nochmal. Zum Glück. Wow, danke. Zum Glück werden nicht alle Items offensichtlich magnetisch angezogen. Nein. The Fool. Ah, The Fool. Genau, where Johnny begins. Das heißt, der Tierkult lebt nicht wieder in den ersten Raum zurück. Ach, guck mal. Münzen werden angezogen. Das ist schon mal schön. Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr habe ich nie gewollt. So, hallo. Hahaha, du spuckst vielleicht, aber das bringt ja nichts. So, sollen wir direkt zum Boss gehen? Ich weiß nicht. Nee. Ich habe jetzt zwar keinen Bock, Leben zu verlieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Herzen bekommen. Nein, okay. Ich habe noch keinen roten Herzschaden genommen. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal Leben bekommen, in Form eines grauen oder roten Herzens, ist natürlich Strength. Oh, okay, jetzt bin ich krasser, aber auch größer, das ist natürlich nicht gut.
Also größer zu sein vor allen Dingen. Ist nicht gut. Hoffen wir einfach mal, dass im Shop jetzt ein graues Herz für uns liegt. Das wäre sehr nett. Das ist kein graues Herz im Shop. Schade. Aber eine Karte. 5 Cent kostet die. Temperance. May. Ach, das ist. Nee. A blue map has appeared in the basement. Okay. Achievement. Da können wir Herzen für Geld tauschen, glaube ich. Store Upgrade, Level 1. Sehr geil, okay. Wir können noch mehr investieren, aber das können wir auch bei den nächsten Stores machen. So, jetzt haben wir leider. Ja, das sieht sehr knapp aus. Wir dürfen jetzt beim Boss keinen Schaden nehmen und das ist. Gelinde gesagt, schwierig. Oh, okay, beim Monstro geht das aber. Beim Monstro kann es durchaus sein, dass wir da keinen Schaden nehmen. Wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle, sage ich jetzt mal, ne? Kann alles passieren. Kann auch passieren, dass wir all den Schaden dieser Welt nehmen. Ich will erstmal diesen kleinen Babyboy hier fertig machen. Oh, das war knapp. Bitte, Monstro, bitte. Zu und nicht. Das wäre ganz lieb, dann hätten wir einen Devil Deal. Ein Devil Deal, der kann OP sein. Wir haben echt so viel Leben, dass wir da gut was abstauben können. Nein, Monstro, das machst du bitte nicht. Auch das möchte ich gerne vermeiden. Ja, ruhig. Aber das bringt ja auch nichts. Kein Schaden nehmen, kein Schaden nehmen. What, Alter, dass mich das nicht getroffen hat, war schon. Ein Miracle. Garantiert beim letzten. Ding noch zufällig irgendwie Schaden. Ja, nee, wir haben keinen Schaden genommen. Geil! Devil Deal! Ein schwarzes und ein graues Herz. HP und Luck Up. Geil. Cap ist natürlich super. Ja, nehmen wir, danke. Sit Up! You unlocked Latos. Geil. Jetzt sind wir blessed. Wir haben den Papst-Suit. Und du auch was? Fucking Mom, Alter. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Jetzt haben wir. Geh mal hier rein. Ah, ja, ich weiß. Hallo! Ja, nee, ich wollte gar nicht. Jetzt haben wir. Ich hab ein paar. Hematemesis. Was? Was ist denn Hematemesis? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Wollen wir nochmal in den Devil-Deal rum? Na, können wir gar nicht. Okay, egal. Aber wir haben das auf jeden Fall genommen, bevor Mama uns gegrabt hat. Und haben jetzt Sin Up. Und Lazarus freigeschaltet. Lazarus ist, glaube ich, einer der stärksten. Nicht sogar der stärkste Charakter für den Anfang. Es wird auf jeden Fall interessant, den auch auszuprobieren. So. Hier jetzt auf der Ebene keinen Rotherz-Schaden zu nehmen, wird relativ einfach, glaube ich. Tier ist down. Tier ist down. Auf jeden Fall. Weil wir so viele Herzen haben. So. Im Battle-Raum gehen wir nicht rein. In den Sündenraum gehen wir zum Schluss. Ach, guck mal, hier sind diese lahmen. Und es ist erstmal ein Herz. Das sind. Ach, wie heißt denn der Boss? Den haben wir beim letzten Mal bekämpft. Larry Jr. oder irgendwie sowas. Und das sind die Boxenbrüder von ihm. Die hier Maden fallen lassen. So. Die sind halt mega lame. Bisschen gefährlicher als Larry Jr., aber nicht viel. Hier könnten wir gleich gut eine Bombe gebrauchen, aber wir haben keine. Wir haben nicht mal einen Schlüssel. Gut, ein Schlüssel, noch eine Bombe. Und wir haben auch nichts bekommen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Uah. Ach ja, die schwarzen Herzen, wenn die kaputt gehen, zerstören die Gegner. Das hatte ich vergessen. Hey, hey, Bomben fliegen, please explode. Und tiny, tiny pieces. What? Schwarze fliegen, wie gesagt, Bomben fliegen, explodieren. Und die roten fliegen, wenn die getötet werden, hinterlassen die sowas. Und das ist natürlich nicht so schön und davon will man nicht getroffen werden, deswegen tötet man die lieber, wenn man nicht so nah an. Gibt aber auch Schüsse, die funktionieren wie Bomben, also Tränenschüsse. Die können einem das Leben schwer machen, sag ich jetzt mal. Wenn man hier, gegen Bomben fliegen kämpft. So, oh, die Kiste. Oh, zwei Schüsse, sehr gut. Wonderbra. Ach. Das war doof. Was war los, Alter? Das nehme ich nicht. Außerdem habe ich keine Bombe, um da ranzukommen und ich will keinen Schaden nehmen. So, hallo! Ja, ja, du dachtest, aber du solltest nicht denken, mein kleiner Freund. Okay, easy peasy. Wir schießen da nur gerade aus. Erstmal eine Wand clear machen und dann können wir die andere Wand erledigen. Zwischendurch nochmal ein Herz essen. Weil wir es können. So, eine Bombe! Oh Gott. Oh Gott, die Dudes sind nervig. Die kann man nämlich nur. Die kann man nur Schaden zufügen, wenn die hier den Kopf rausfahren. Und das ist gar nicht so leicht. Das abzupassen. Tun sie natürlich nicht, wenn man schießt. So, einmal erledigt. Drei Tränen brauchen wir. Komm, fahr deinen Kopf aus. Zeig mir dein kleines. Oder dein Hals, was er gesagt. Zeig mir deinen kleinen Hals. Zeig mir deinen süßen Hals, mein kleiner Freund. Danke. Ah, schade, einmal noch. Come on. Zeig mir deinen Hals. Zeig mir deinen Hals! Nein! Oh Gott, das war dumm. Zeig mir deinen Hals. Zeig mir deinen Hals. Ja, danke. Eine Battery. Sehr schön. Okay, nehme ich aber mit. Einmal ein Münzchen. So, wie gesagt, in den Pilzen kann auch mal was versteckt sein, aber ja, dafür will ich die Bombe jetzt nicht opfern. Haben wir jetzt überall, wie gesagt, Leute, immer Augen offen halten nach Kreuzstein, ne? Das ist wichtig. Da kann auch ein geiles Item drin versteckt sein. Ihr schon wieder. Die bewegen sich wenigstens nicht. Okay, außer ich schieb sie. Ist hier irgendwo ein Kreuzstein? Ich sollte vielleicht erst gucken, nachdem ich die Gegner besiegt habe. Ne, nix, schade. Das hätte ich auch nicht in jeder Ebene. Haben wir jetzt noch einen Raum vergessen? Ja, tatsächlich. Wir haben noch einen Raum offen. Wenn ich mehr Bomben hätte, würde ich auch nach dem. Nach den. Achso, die spucken so Kreuz, ne? Also die spucken das. Vor allem, die können mich nicht verfolgen, weil die einfach blind sind wahrscheinlich. So. Würde ich nach den Räumen suchen. So. Wollen wir es hier mal riskieren? Eigentlich will ich es nicht riskieren. Wäre
erstmal hier den Stein wegsprengen. Und wenn wir den so sprengen, dann kommt der hier an. Und dann können wir die zweite Bombe hier platzieren. Kommt da zwar eine tödliche Wolke und eine Pille. Und, ah, sehr gut. Was macht die Pille? Explosive. Diarrhea. Nett. Okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann wissen wir jetzt auch, was das ist. Okay. Gehen wir in den Shop. Dann können wir wenigstens mal gucken. Können wir mal gucken, was da drin ist. Ah, ich bin dumm, ich bin dumm. Den habe ich nicht gesehen. Gut, dass ich ihn noch gesehen habe. Zwei Herzen, Alter, wir sind so strong. Hallo, Mr. Shop. 15 bräuchten wir, um dieses Jar freizuschalten. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich will lieber investieren. Für die Zukunft. Immer an die Zukunft denken, Leute. Immer an die Zukunft denken. Das ist sehr wichtig. So, okay, dann gucken wir uns doch jetzt mal den Boss an. Wir haben super viel Leben. Mega Mal. Was macht der denn nochmal? Ach, der spielt zu klein, der sieht aus und der macht Feuer. Das man aber auch löschen kann. Also, naja, relativ einfach. Sag ich jetzt mal, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, okay, ich guck ruhig weiter deine Dudes. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, interessant, aber auch scheiße. Wenn man in sicherer Entfernung steht, kann einem da eigentlich nichts passieren. Außer man ist dumm. Dann kann einem schon was passieren. Übrigens, wenn ein Schwert das Herz zerstört wird, tötet das natürlich keine Bosse. Ne, das macht denen zwar Schaden, aber das tötet die nicht. Ja, okay. Interessant, aber nicht dumm. Wow, noch ein Level Deal und die 29er Shot Speed und Damage Up. Ja, geil. Okay, Devil Deal. Oh, zwei Spider. Ja, rote Kisten können Gegner beinhalten. Dann nehme ich einmal Usable Fly Hive, genau, und den Blue Baby. You unlocked Azazel, weil wir, glaube ich, genug Devil Deals genommen haben. Ja, sehr schön. Dann haben wir das Blue Baby, das schießt nochmal ein bisschen extra. Und die Katze, die ich in der nächsten Ebene benutzen werde. Hui. Okay. Ja, verkleidet sich halt gerne als Frau. Ist auch nichts dabei. Was ist das Problem? Flooded Case von den Brennenden in die gefluteten Basements. Okay, hier in so einem kleinen Raum hier. Das zu kriegen. So. Liegen Power activated. Ach Gott. Leute, ihr könnt doch nicht auf mich schießen. Das bringt doch nichts. Komm. Komm zu Papa. Oh, das war ein Fehler. Okay. Komm zu Papa. Das war ein Fehler. Dein letzter Fehler, um genau zu sein. Es zieht nur Items an, die ich auch brauchen kann. Also so Trollbomben zieht das Item nicht an. Das ist ja super. Das ist ja nur gut. Wir haben ja nur gute Items gerade in dem Run. Also wenn wir das nicht bis zum Ende komplett zerstören, dieses Spiel, dann weiß ich auch nicht. Kann eigentlich nur geiler werden. Oh Gott. Sagte er und kam in einen Raum voller ekelhafter Dudes, die einen beschießen, bis man stirbt. Aber das ist gar nicht so schlimm. Aber. Ja, die sind halt gut. Hey, ja, machst Schaden, aber nicht mir auf jeden Fall. Nicht mir. Hey, Bombe, komm her. Komm her, Bombe. Komm her, Bombe. Ich krieg immer drei Fliegen raus, wenn ich das Item benutze. Übrigens, wenn man, wenn man drei Teile von Mr. Guppy hat, oder nur Guppy, keine Ahnung, dann, ach Gott, das wird jetzt knifflig. Dann verwandelt man sich in eine Katze, kann fliegen und so, und das ist mega cool. Nein. Ja, das müssen wir jetzt echt vorsichtig machen. Okay. Noch einer. Aber auch hier will ich natürlich nicht getroffen werden. Okay. Woo! Das hätte doch angezogen, Alter. Der Magnet, dass wir den genommen haben, das war echt ein sauberer Move, Alter. Was ist denn für einer? Der ist neu. Okay. Und der hat auch nicht so besonders viel gemacht. Egal. Ich beschwere mich nicht. Ach, die Dinger. Die Dinger mag niemand. Niemand. Oh ja, das mag ich aber. Immortal Friend. Das ist ein Baby, das um uns rumfliegt und uns schützt, wenn wir das richtig einsetzen. Was wir ja wahrscheinlich meistens nicht machen werden, aber ja. Es geht halt hinter uns her und fängt Schüsse ab. Was ziemlich cool ist. Okay. Übrigens ist Magdalene mein Lieblingscharakter. Glaube ich. Weil er einfach ein Herz hat und ich gut daran bin, auszuweichen. Deswegen mag ich Magdalene am liebsten. Übrigens, hier könnte es sein, dass hier ein Secret-Raum ist. Ist aber nicht. Es gibt hier immer zwei Secret-Räume. Einer, der an gar keinen Raum verbunden ist und einer, der an zwei Räume verbunden ist. Also Super Secret und Secret-Raum. Quasi. So heißen die halt auch. Und hier zu finden. Gilt es! Was ist denn hier? Ach, ihr schon wieder. Mag ich nicht. Ihr seid sehr unsympathisch, muss man sagen. Aber ihr seid auch sehr tot. Muss man auch sagen. Ich verstecke mich. Oh, das geht gar nicht. Das geht gar keinen Schuss ab. Was macht der denn dann? I don't know. Fliegen nochmal benutzen. Ich will meinen Schlüssel da jetzt. Oh, hallo, hab ich dich vergessen? Tut mir leid. Ich will meinen Schlüssel da jetzt ehrlich gesagt nicht benutzen. Ach komm. Die sind mega dumm. Goodies! Einmal benutzen. Zweimal benutzen. So, wollen wir jetzt erstmal zum Boss gehen? Ah, danach können wir immer noch weiter. Gotti! Bester Man! Hallo Gotti! Du bist ja ein geiler Dude. Der Boss gefällt mir mal sehr, weil der kann eigentlich nichts. Man muss einfach hinter den stellen, Fliegen töten und dann passiert auch nicht mehr. Wenn man genug Schaden macht, kann halt echt nichts ungefähr. Kannst einfach die ganze Zeit hier stehen und drauf schalten. Ja, der macht zwar seine Fliegen, aber ja. Ob er die macht oder nicht macht, das ist im Endeffekt egal. Aber ein schwarzes Herz von mir zerstört, das tut mir aber leid. Nicht.
dass er die Fehler macht, ist aber neu. Und er ist tot. So einfach geht Gotti, Freunde. Gotti! Und wir kriegen einen leckeren Snack. Hab hier. Das freut mich. So, dann schauen wir uns nochmal die anderen Räume an. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen die anderen Räume an, was es hier noch so gibt. Wir sind ja in der Ebene noch nicht fertig und wir wollen natürlich so viel wie möglich Auskundschaften. Ist hier vielleicht so was Secret Raum? Yes! Haha. Intuition kriegt mich niemals. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir dürfen das Herz jetzt bloß nicht verlieren. Okay, aber das ist eh da, so weit unten. Da muss ich echt viel Schaden nehmen, damit das relevant wird. Okay, das ist super. Das war der super Secret Raum. Na, von ihr? Ganz ehrlich? Nein. Ganz ehrlich? Einfach mal sterben. Wie wär's, ne? Wie wär's? Was halten Sie davon, zu sterben? Hallo? Klopfst du auch nochmal auf, oder? Was ist jetzt? Ja, klopf nochmal auf. So, Fliegen benutzen. Yay! Fliegen benutzen. Gratis macht Spaß. Hey, Coin! Okay. Haben aber nicht genug Geld, um damit das... Wow! Oh Gott, ich bin so dumm. Ich hätte das sehen müssen. Ich hätte meine Augen benutzen müssen. Augen sind eine Sache, die man auf jeden Fall mal benutzen kann im Leben. So, ich sollte... Oh, was ist das denn? Hä, warum bist du pink? Ich hab keine Ahnung. Grün ist gefährlich, weil der macht nämlich, Schaden. Der Schwarze? Ich dachte, der explodiert, aber hat er auch nicht so aufgelegt. So, was ist das? Pretty Fly. Pretty Fly. Ja, ich bin auch Pretty Fly. Aber zwei Fliegen, aber wo sind unsere... Okay, die haben wahrscheinlich, die haben sich gerade geopfert, um die anderen zu töten. Fliegen und Spinnen, Freunde. Fliegen und Spinnen sind die besten Freunde eines Mannes. Und eines Isaacs natürlich auch. Wie findet ihr eigentlich die Thumbnails zu dem Projekt? Ich habe ja beschlossen, bei den Thumbnails den guten Isaac zumindest immer selbst zu zeichnen. Ja, das ist selbst gezeichnet von mir. Ich weiß, es sieht unfassbar schlecht aus. Daran kann man das übrigens erkennen. Dann sagt doch mal, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich versuche ja immer besser zu werden. Irgendwann... Das werde ich zeichnen. Irgendwann krass zu werden. Ich feiere ja im Moment diese Animation-YouTuber. Oh, die Geister sind so viel, die sind mega schnell. Sehr. Das Herz kann ich übrigens nicht einsammeln. Und ich bilde mir halt ein, dass gerade so Thumbnails zeichnen eine super Übung ist, um halt besser zeichnen zu können. Deswegen versuche ich das halt immer so oft wie möglich. So, was haben wir hier drin? The Chariot. Keine Ahnung, was das macht. Halt ab! Up. Pretty Fly. Sehr gut. The Chariot may not standing. Keine Ahnung. Aber eigentlich will ich die roten Herzen gar nicht haben. Oh nein, Magdalene und der andere Dude. Die roten Herzen sind nämlich eigentlich schlecht, denn umso mehr rote Herzen wir haben, umso realistischer ist es, dass wir roten Herzen Schaden nehmen und kein Devil die bekommen. Und umso weniger schwarze und graue Herzen können wir haben. Left Hand has appeared in the basement. Sehr schön. Was macht denn die Left Hand? Left Hand, perhaps? Keine Ahnung. I don't know. Aber gut, wir nehmen sie trotzdem halt mit. Oh Gott. Oh nein. Fliegt ihr nicht so wild rum, Leute? Fliegt ihr nicht so wild rum? Rumfliegen verboten, genau wie beim vom Beckenrand springen. Danke. Pretty Fly. Okay, weiter geht's. Hallo, ihr schon wieder. Oh, ich kenne euch schon. Ich glaube, die Schwarzen explodieren, wenn ich mich recht erinnere. Oder hinterlassen springen. Eins von beiden. Die mit offenen Augen rennen, sind übrigens schneller. Ah, wollte ich nur erwähnt haben. Die. Die, Mate. Okay, wow, okay, den hat's erwischt. Der hat keinen Kopf mehr. Aua. Spinnen. Aber der spawnt dafür Spinnen am Ende. Okay, hab keine zwei Schlüssel. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, ich hätte mehr Schlüssel, aber ich habe keine Schlüssel. Schade. Ah, danke. Der Magnet ist echt Gold wert. Haha, ich schieß bis da hinten. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Ist hier... Keine Ahnung. Nein, weg. Weg. Weg, die. Die Bombe fliegt. Danke. Du willst auf mich spucken, aber das kannst du nicht. Denn ich bin zu weit weg. Oh, ein goldener Puphaufen. Der gibt, glaube ich, mega viel Gold. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, dafür brauchen wir halt einen Schlüssel. Und wir haben im Moment nur einen. Und wir haben... Danke dafür. Wir haben den Goldraum noch nicht gefunden. Und der Goldraum ist halt tatsächlich wichtiger. Als, als der goldene Puphaufen. Hey, Mr. Maskman. Mr. Maskman. Diamond. Ich sehe dein Gehirn. Und es ist not very pretty. It's not pretty. Not so pretty. Not so pretty. So pretty and rich. Ja, wenn die uns sehen, düsen die halt mega schnell auf uns zu. Ich will erstmal die Spinne hier wegmachen, die nervt mich sonst. Normalerweise sind die Dudes kein Problem, aber wenn man halt... ich hab nicht die besten Items gerade für die. Hey, hey! Die sind halt mega schnell in eine Richtung. Und wir haben Leben ohne Ende. So. Wie gesagt, nicht... Oder? Ich weiß nicht, 14? 15 bräuchte ich für... das Special Item. Ja, ich schon wieder. Oh, ich kenne dich schon. Ihr seid keine Unbekannten in dieser City. Was macht ihr hier in meiner Stadt? Oh, Geld. Haha, da ist er auch schon. Und die Schwarzen sind gefährlich, weil die explodieren. Alles, was schwarz ist hier in Binding of Isaac, explodiert. So. Ach Gott, was ist das denn? Ich könnte eine Münze investieren, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Lilgard, I got you. Super gut. Alter, wir haben super viele Begleiter hier gerade. Okay, der zieht uns an. Möchten wir natürlich nicht. Noch einen Raum zu erkunden. Und dann haben wir noch den Shop.
Wie gesagt, achtet auf die Kreuzsteine, Leute. Wenn ihr die Kreuzsteine findet, schreibt es in die Kommentare. Habe ich eigentlich... Oh, ich habe eine kleine Fliege um mich herum. Eine graue Fliege, merke ich gerade. Sehe ich gerade. Ist die schon länger da? I don't know, ehrlich gesagt. I don't know. Was zum... The fuck? Excuse me, what? What are you doing, man? Mate? Okay, der rastet ja komplett aus. Aber hey, tu dir keinen Zwang an. Einmal ausrasten, das ist okay. Ich hoffe, der macht uns damit keinen Schaden. Das wäre natürlich mega dumm. Wenn er einfach, Unstand zufügen würde. Der Boomerang, das ist, glaube ich, ein... Boah, Alter, ich schreck mich doch nicht so, Dude, Mann! Das ist, glaube ich, ein Special-Item. Nee, er macht uns damit, glaube ich, keinen Schaden. Okay, das ist dann kaputt. Was macht denn die blaue Pille? Tier ist down. Yeah, gut, dass ich mir das gekauft habe. Nicht. Das macht The Chariot. The Chariot werde ich mal im Bossraum ausprobieren. Und dann mal gucken. Dieses Vieh ist ja... Das Vieh ist einfach weird. Einfach weird. I will guard you und zerstört hier alles. Hier übrigens aufpassen, dass man nicht eingesaugt wird. Und ich wurde eingesaugt. The Cage. Okay. De-de-de-de-de-de-de, Super Mario, ich bin unverwundbar, was bist du? Okay. Ja. Das macht einen kurzzeitig unverwundbar, offensichtlich. Ah, hier aufpassen. Alter, er rastet wieder aus. Aber der Boss rastet auch aus, also von daher seid ihr ja gut miteinander bedient hier. Wow, 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 wow. Der ist noch nicht mal gelandet, Leute. Der ist noch nicht mal gelandet gewesen hier. Ah, shit, wir haben noch ein Herz. Und er lädt sich gerade auf. Unser kleiner Cage-Freund. Unser kleiner Baby-Freund hier. Zerstör ihn, zerstör ihn, töte ihn, bevor er was machen kann. Schnell, destroy him! Ich hab nur noch ein halbes Herz. Leute, Leute, tut was! Help me! Yes! Okay, wir haben leider kein Devil hier bekommen. Schade. Aber wenigstens ein Tornfoto. Tears up und Shot Speed up. Ja, das ist eine von zwei Fotos, die wir kriegen können. Einmal ein helles und ein dunkles Foto. Das können wir uns am Ende dann nochmal aussuchen. Aber da gibt's Optionen, die ihr auch noch kennenlernen werdet. Naja, ich bin ruhig. Ah, was ist das denn? Hallo, mein Großer! Sieht schummrig aus. Sieht ziemlich schummrig aus. Lass mich dich nicht füttern. Nein. Miniboss. Kann der auch als normaler Boss kommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Miniboss only. Nein, 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 nein. Okay, einmal tot. Wow, okay, jetzt düster hier ab. Okay, die können so Dinger auskacken. Das ist natürlich sehr unangenehm. Kannst du eigentlich hier rüber? Können die da hier rüber? Irgendwer von denen hier rüber? Ich glaube nicht. Die Stacheln sind... Das wird ein Untergang, mein Freund. Das wird ein Untergang. Oh, das kleine Baby rastet gleich wieder aus. Oh mein Gott, das rastet aus! Vorsicht, bringt euch in Sicherheit! Oh, er ist rübergekommen. Bringt euch in Sicherheit, Leute! Es rastet aus! Oder auch nicht, hallo? Willst du ausrasten oder willst du nicht ausrasten? Ich habe keine Ahnung, was es gerade vorhat, aber es webt die ganze Zeit schon ein bisschen strange. Es kann nicht gut sein, Leute. Es kann nicht gut sein. Okay. Gut. Aber wir haben den Dude auch gleich besiegt. Das dauert nur 10 Millionen Jahre. Die! Okay. Jetzt rastest du aus, oder was? Was soll das denn? Ist das jetzt? Ne, das ist nicht deaktiviert. Okay, dann gehe ich halt jetzt dahin. Okay. Weird! But okay. Wie gesagt, diese Fressköpfe können wir nicht zerstören. Erst wenn alle Gegner tot sind. Und das ist super, dass hier gleich der Raum ist und wir einen Schlüssel dafür bekommen. Was ist das denn? Would you feel refreshed and protected? Es gibt diese Zeichen von den... Okay, ne. Für Geld habe ich den auch nur wieder nicht. Von den verschiedenen Sternzeichen. Und die machen alle unterschiedliche Sachen. Das sind übrigens diese Fliegeköpfe. Nur, dass sie gehen. Nicht die Fliegeköpfe. Ja, diese, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Ihr wisst schon, welche Gegner das sind. Es gibt von allen Gegnern, glaube ich, so Abwandlungen. Yo, okay. Warum sieht mein Charakter so sad aus? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kann ich die mal anziehen, die Pillen hier? Nee. Ich glaube, das waren aber auch keine guten. Obwohl die schwarz-weiße war, glaube ich, Pretty Fly. Wenn ich mich nicht irre. Pretty Fly! I am Pretty Fly. Aber Kapseln werden nicht angezogen, wie es scheint. So, was ist... Ist das die Tears-Down-Kapsel? Ja, ne, Tears Up. Yay, Tears Up. Tears Up ist super. Mehr Tränen, mehr Schießen. Besser, besser. Besser gut. So, ist hier... Okay, hier ist eine rote Kiste und eine Tarotkarte. Peng und Pong. Was macht die rote Kiste? Was ist da drin? Zwei Spinnen. Na, das ist ja super. Okay. Was die Tarotkarte ist? The Sun. May the healing... Ach ja, das heilt mich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die schießen übrigens auch durch Wände durch. Hey. Nein. Du spuckst kleine... Fliegen. Beruhig dich, Junge, beruhig dich. Oh nein. Mom, Mom, stop this. No, Mom, please. Please don't grab me. Ihr seht das übrigens immer. Wow, sogar Skelett, Mom. An dem Schatten. Okay. Was haben wir hier? Ach, die Dudes. Die können ja nichts. Die. Die. Bisschen Death Metal. Don't try, just die. Oh, da ist noch eine. Weiter geht's. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht.
Und man in den Raum kommt mit ganz vielen von den Fischern, wird's richtig unangenehm. Ihr seid auch sehr unangenehm, denn die springen und schießen und machen nur Quatsch die ganze Zeit. Und ich brauche mein verfluchtes Leben. Oh nein, 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 euch mag ich nicht. Ihr seid nämlich super schnell und hinterlasst eine tödliche Spur aus Todesblut. Ich drängte dich in die Flammen. Wow. Raste doch nicht immer so random aus, Mann. Okay, das Rote ist extra gefährlich. Was zum... Hä? Okay, muss ich das jetzt verstehen, was da gerade passiert ist? Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren erklären, was hier gerade passiert ist, warum jetzt das Buch aufgetaucht ist. Mehr fliegen, mehr besser. So. Shoppy McShoppenstein. Was hast du denn diesmal? Hourglass, Battery. Und ein Herz. Was kann ich brauchen? Ich nehme mal die Batterie, da haben wir nämlich mehr Fliegen. So, Kreuzstein hier irgendwo. Sehe ich gerade nicht. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass ich das nicht sehe. Okay, was haben wir hier noch? Ach, Bullshit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, okay. Das aktiviert die Dinger erst, das ist schlecht. Weg! Oh, zum Glück. Hätten wir als erstes das in der Mitte aktiviert, wären wir voll am Arsch gewesen. So, jetzt dürfen wir nur noch beim Boss nicht so viel Schaden nehmen und dann kriegen wir vielleicht wieder einen Devil Deal. Was ganz schön wäre, denn Devil Deals... Fick dich. Das Han bringt mir gar nichts, weil ich volles Leben habe. Ach, das ist doch crappy. Jetzt dürfen wir überhaupt keinen Schaden mehr nehmen. Das wird definitiv nicht funktionieren. Da ist der Fragezeichenraum. Im Fragezeichenraum sind meistens graue Herzen. So, Bombe legen. Und weg. Oh, schnell. Komm, bitte, 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 bitte. Das ist nicht das, was ich wollte. Und jetzt habe ich Schaden genommen. Danke dafür auf jeden Fall. Gut, dann brauchen wir uns da auch nicht mehr kümmern. Ja, 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 mach doch, was du willst. Ist doch scheiße. Nee. Na geil. So, und hier ist auch kein Kreuzstein. Naja, das ist auch egal. Okay, let's go. Was? Hier ist schon Mann? What? You're not lucky rock. Has appeared in the basement. Okay. Ich konzentriere mich eigentlich immer mehr auf den Fuß. Als auf alles andere. Aber wenn der gerade nicht kommt, dann ist das natürlich auch schlecht. Isaac! Weiß nicht, ob es mehr Schaden macht, wenn man auf einen bestimmten Körperteil geht. Einen bestimmten. Wow, okay. Könnte natürlich sein, dass wenn man aufs Auge geht, es mehr Schaden macht, aber ich glaube nicht. Jetzt nicht gekommen, ich mir auf. Nein, Mom! Die! So, was haben wir hier denn? Plazenta! Okay, das ist ein bisschen eklig. Okay, jetzt geht's weiter. Es hört nämlich hier nicht auf, sondern es geht noch viel, viel weiter. Beziehungsweise zwei Räume weiter. Einmal in den Utero. Utero. Den Uterus. Zwei Herzen. Ne, danke. Hier gibt's übrigens auch Kreuzsteine. Also, das ist mehr so Kreuz-Ekel-Zeug als Stein, aber sowas in der Art auf jeden Fall. Kill him! Kill him dead! Ah, danke. So. Okay, hier sind natürlich auch viel stärkere Gegner, weil es alles ein neues Gebiet ist. Ja, also andere und stärkere Gegner. Um genau zu sein. Dass wir so viele rote Herzen haben, nervt. Es gibt lieber mehr graue und schwarze Herzen. Die sind sehr viel nützlicher. Oh Gott, nein, 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 geht weg. Go away, man, go away. Go away. Bye, thank you. Mein Herzen können wir da natürlich nicht gebrauchen. Rote Spinnen. Oh, mit roten Spinnen ist natürlich sehr nett. Stone Poop! It feels lucky. Okay, das würde uns Poop bringen, wenn wir das zerstören. Gebe ich hier eigentlich? Ja, hier gibt es Herzen aus. Herzen für Münzen. Aber die Automaten kann man auch sprengen. Ich muss gleich da rein. Okay. Kann man. Aber diese Typen sind... Ah, die Typen sind scheiße. Natürlich genau in den anderen jetzt reingerannt. Egal. Ah, die Babys sind übrigens auch ganz schön kacke. Die Angel-Babys noch mehr, weil die teleportieren sich auch. Die schießen und teleportieren sich. Ah, ah, ich hab's zu gesehen. Und die Dinger rollen halt immer so über ihre Hindernisse rum. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man alle Hindernisse von denen zerstört und die quasi freilässt. Aber ich bin auch nicht besonders scharf drauf, das rauszufinden, ehrlich gesagt. Die und die. Dieses Baby ist einfach viel zu laut. Laut und nervig. Und die Typen sind super schnell, deswegen sollte man sie nicht anspielen lassen. Sondern sie vorher schon töten. Nett. Dieses Baby einfach. Wenn alle Gegner besiegt sind. Oh nein, 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 nicht das Auge, nicht das Auge, nicht das Auge. Die Augen sind schwierig. Der Todeslaser. Nein, 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 nicht die Trollbombe. Oh Gott, ich hasse dich. Vor allem der Raum ist geshaped wie ein Herz, ne? Also geformt. Wie ein Herz, nett. Was haben wir hier? Ein bisschen Poop. Okay. Jetzt haben wir hier eine Pille.
umringt von Spikes. Hier kann man übrigens seitlich durchgehen, dann kriegt man hier keinen Schaden. Hier ist ab. Oder man kann einfach direkt reingehen in die Stacheln und kriegt Schaden. Wow, okay. Zweimal, ein Herz, danke. Auf Devil Deer haben wir hier auf der Ebene auf jeden Fall keine Chance mehr. Egal. Ah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja. Ach, die Dudes. Om, 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 om. Das sind genau die gleichen Dudes, die in SpongeBobs erster Folge den Krabbenburger haben wollten. Sind die stillgelegt und der. Die roten Pups sind in braune Pups verwandelt. Mit dem Trinket Lucky Poop übrigens. Pretty Fly. Wow, 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 was ist das denn? Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man in Poops, au. Dinger findet, na sag schon, Münzen. Das ist denn wahrscheinlicher. So, kriegen wir einfach noch ein bisschen Leben her vielleicht? Das wäre, glaube ich, ganz nett. Solange die Kokons hier übrigens nicht grün sind, ist alles okay. Denn die Grünen sind echt gefährlich, die schießen mit explosiven Sachen um sich. Die anderen, oh, nicht so gefährlich. Schießen zwar mit ganz vielen roten Tränen, aber die treffen halt kaum. Haben wir jetzt alles in dem Dungeon? Ja. Haben wir, denn auf zum Boss, zu einem neuen und aufregenden Boss. Ja, wow. Wäre super lustig, obwohl, warte. Vielleicht. Ja, zeig ich doch. Wäre super lustig, wenn... Hör doch einfach auf. Wenn ich das jetzt schaffen würde mit der Womb. Das wäre sehr lustig. Loki ist gefährlich. Der normale Loki ist schon gefährlich, aber der geteilte Loki... Einfach den Tränen ausweichen, Leute. Einfach den Tränen ausweichen. Beziehungsweise den Blutdingern hier. Dann kann hier überhaupt nichts passieren. Dann kann hier überhaupt nichts, kann hier nichts passieren. Ich habe ja meine Fliegen, die Schaden absorbieren, also von daher... Okay, das Baby rastet gleich wieder aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Okay, es ist ausgerastet. Was ist denn los jetzt übrigens? Okay, ich dachte gerade, die teilen sich einen Lebensbalken, das heißt, sie sterben beide erst, wenn der Lebensbalken komplett down ist, aber nee. Es gibt nämlich Gegner, die so zweigeteilt sind und sich trotzdem einen Balken teilen. Also, weil sie down sind, wenn... Erst down sind, wenn der ganze Lebensbalken weg ist. Das war echt so viel Schaden und so, ne? Loki Zorn, das fehlt in der Bateman. Sehr schön. Okay, ist hier ein Kreuzstein drin? Ne. Aber dafür ein Old Rage. Mann, ich krieg immer mehr rote Herzen, die will ich gar nicht. Wirklich nicht. Die will ich halt wirklich nicht. Warum? Bringe halt überhaupt nichts. Scarlet Boom, okay. Es wird also immer gefährlicher. Das heißt, wir kriegen nicht die normalen, schlechten neuen Gebiete, die schon saugefährlich sind, sondern wir kriegen die richtig gefährlichen, gefährlichen Gebiete. Die special gefährlichen Gebiete. Gut, gut. Wenn wir fliegen könnten, dann können wir natürlich zu der Kiste hin, aber wir können leider nicht fliegen. Und ich werde garantiert nicht durch die Stacheln gehen. Und die Stacheln bekommt man leider auch nicht anders weg. Irgendwas? Ja, hier ist noch ein Gegner. Okay. Lass um, nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, okay. Das ist ein Raum, der mir nicht so gut gefällt. Boah. I don't like this. Not at all. Hallo, hallo. Ja, ich lasse euch erstmal vorbei und dann gehe ich mal selber. Danke, tschüss. Sehr gut, Alter. Easy peasy, lemon squeezy, no problemo at all. Das war so ein einfacher Raum. Einfacher hätte er nicht sein können. Machen wir spaßeshalber das. Obwohl, was? Ja, okay, bringt aber nichts. Schade. Manchmal ist trotzdem random in so ein Dingern was drin. War wow, okay, Isaacs Spiegelbild. Das ist eine Gegnerart, die hier als auftaucht. Mega beschissen ist. Okay, naja, es geht einfach so. Hat halt normale Tränen und greift normal an. Und ist sonst halt ein Spiegelbild von Isaac. Ja, geht. Geht voll klar. Wow, das ist wirklich ein leichter Raum. The Butterbean has appeared in the basement. Lecker. Eine leckere Butterbohne. Schöne Sache auf jeden Fall, schöne Sache. Eine Batterie. Noch besser. Das ist ein Kreuzstein, ich sehe dich doch. I see you, Kreuzstein. Was ist da drin? Eine Pille. Bad Gas, okay. Explosive Diarrhea, okay, das ist nicht schlecht. Explosive Diarrhea. Okay, auch. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, ich weiß. Jetzt habe ich meine Chance auf den Devil Deal natürlich verkackt. Aber es war trotzdem lustig. Hey, ein Herz. Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der schlimmstmögliche Raum. Überall strahlen und tot. Also hier zu sterben ist wirklich extrem leicht. Die Viecher sind einfach zu krass. So, übrigens gibt es irgendwann halt keinen goldenen Raum mehr. Oh Gott. Stacheln geht weg. Oh Gott. Okay. Schwierig! Ja! Ah! What are you doing? Hilfe! Wow! Okay, da war ich echt so knapp davor getroffen zu werden. Ranger, das ist natürlich auch eine nette Sache.
Jetzt, wenn wir jetzt noch Pillen bekommen, können es, also die unbekannt sind, können es eigentlich nur noch schlechte Sachen sein. Aber egal. Yay! Shut the fuck up, Baby. Okay, schnell durchbewegen, nicht anhalten. Okay, ja, 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 die Babys. Die guten alten Babys. Einfach dead. Oh nein! Hast du irgendwas vergessen? Ja. Ich gehe den ganzen Dungeon ab, bevor ich hier zum Boss gehe, weil das der letzte Boss in diesem Run ist. Es gibt zwar noch viel mehr Bosse, aber das ist immer abschnittweise unterteilt. Also beim letzten Mal war ja auch Mom der letzte Boss. Und diesmal ist halt der letzte Boss jemand anderes. Ah, doch, ich weiß, was der letzte Boss ist, genau. Naja, was kommt schon hin? Wer der letzte Boss ist, sag ich mal. Okay, Random Buch, danke für deine Unterstützung. Achso, ich bin wieder hier, okay. Ah, nein, da ist ein Auge in der Mitte. Danke, Random Buch. Ich weiß nicht, also das Buch macht quasi genau das gleiche wie, Kreuz? No. Wie das schwarze Herz. Na gut, ich habe neun Schlüssel, also von daher, bitteschön. Und, oh! Plus 5 Poison Bombs, das ist natürlich nett. Ja, das ist natürlich cool. Ich glaube, das kam durch den Umhang, den wir durch den Devil Deal angesammelt haben. Bin mir da aber nicht komplett sicher. Aber ich glaube schon, hallo. Ich glaube schon. Na Gott, die Viecher. Das sind quasi die schlimmen Dudes, die man nicht verletzen kann. Oh, danke. Und, das andere in einem. You feel faded. Okay, wie fühlt man sich denn faded? Haben wir einen Shop? Nee. Hier hast du eine Münze. Was machst du damit? Ach ja, das ist ja so ein Glücksspiel-Dude. Der ist mega schlimm, deswegen spring ich ihn jetzt in die Luft. Du bist auch kacke, deswegen spring ich dich jetzt in die Luft. Danke. Nur der Automat hier ist, der ist super. Ich guck manchmal was aus und manchmal nix. Und manchmal Crap. Aber manchmal auch gute Sachen. Zum Beispiel eine Bombe. Oder mehr Geld. Und der geht halt nach einer Zeit kaputt auf. Das kann passieren. Cheers up! Nein. Achso, das ist das. Ich bin Power Pelly! Lecker, lecker. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, was das für eine Pille ist. Ja, mal ganzes Geld investieren. Danach können wir den immer noch zerstören. Den Bombenautomaten, den Glücksspielautomaten. Den einarmigen Banditen. Oh, zwei graue Herzen. Es lohnt sich immer da zu spielen. In diesem Spiel lohnt sich das Glücksspiel mal richtig. Ja, Münze. Okay, nichts weiter. Okay, tschüss. Wow, ich bin unsichtbar. Hey, zwei graue Herzen. Nice. Okay, das heißt, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Das ist ja awesome. Das ist ja super gut. Und jetzt können wir den letzten Gegner hier mal ordentlich einheizen. So, hier geht's lang. Ah, das ist ja auch mal schlimm. Ganz unten war der, ne? Natürlich hier überall rumgehen. Wäre natürlich besser, wenn wir Flügel hätten, weil Flügel sind halt einfach OP. Damit kann man halt einfach alles machen. Aber nein, okay, es gibt uns keine Flügel, das ist nett. So, okay, ja, einmal kommt. Oh, ich hatte gerade Angst, dass ich den Stacheln laufe, aber nein, alles gut. Einmal komplett rumlaufen, warum auch nicht, ist ja nett. Und dann, it's Boss Time, Freunde, Final Boss Time. Mom's Hurt haben wir nämlich. Mom's Hurt with Mom's Hurt. Und Mom's Hurt ist ein bisschen anders als die anderen Bosse. Also jeder Boss ist anders als die anderen Bosse. Aber, nein. Okay, das Auge ist nicht gestorben. Aber ja. Okay, keine Bombe platzieren. You will die, Mom, you will die. Hä? Achso, ich bin noch da. Die doch. Bombe. Mom's Heart. Das ist meistens die Stelle, an der sie stirbt. Herzinfarkt incoming. Alles oder nichts. Oh. Jetzt haben wir Devil Deal. Den nehme ich natürlich noch. Ah, es geht doch noch weiter. Aber ich würde sagen, wir belassen es dabei und beim nächsten Mal gehen wir vielleicht weiter. Diesmal öffnen wir allerdings die Kiste. Aber mit Fliegen. Zweites Ende, zweimal durchgespielt. Woo!
Und nein, ich habe nicht nur die Spiele reingeschnitten, die ich auch, wo ich es auch schaffe, sondern das ist wirklich erst der zweite Run. Und ja, Fall 1, wir haben das hart zerstört und mega viele neue Sachen bekommen. Mit dem zweiten Charakter, mit Magdalene, wie gesagt, mein Lieblingscharakter. Und beim nächsten Mal probieren wir noch einen anderen Charakter aus und mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Erstmal recht herzlich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.